Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Party Hard. Heute gehen wir auf die Campus Party. Ja, also ich meine, die haben wir ja beim letzten Mal schon gespielt und leider nicht geschafft. Ich hoffe, das ändert sich heute mal. Aber ich habe nicht so große Hoffnungen, ehrlich gesagt. Und das ist schon ziemlich schwierig. So, erstmal können wir den hier platt machen. Dann machen wir hier die Falle auf. Sehr gut. Dann kann der Türsteher da oben direkt da reinlaufen. Dann ist der schon mal aus dem Weg. Sehr schön. Okay. Das ist voll gemein. Der da oben steht so hinter der Tür, ne? Dass man den fast nicht erkennen kann. Naja, dann machen wir erstmal... Erstmal vergiften wir hier das Essen. Das ist immer eine schöne Sache. Dann kann ich das hier vielleicht noch gerade so... Platsch, da ist jemand. Upsi. Den Türsteher habe ich gesehen. Ich gehe vielleicht lieber weg. Warum sind das denn so viele? Okay, kann ich dich mitnehmen? Vielleicht besser nicht. Solange der Türsteher da rumläuft. Bleibt er da stehen? Ey, dann kann ich den von hinten schnell abschlachten und wenn da jetzt gerade keiner ist. Komm her. Nein, die haben mich gesehen. Ah, scheiße. Das ist sehr schlecht. Denn, wobei, ich werde noch nicht verhaftet. Der Kellner wird verhaftet. Das ist sehr schön. Oh, Türsteher. Schnell weg. Hm. Bleibt der da stehen, dann kann ich den auch kurz, Jetzt sind da immer so... Warum stehen die denn genau vor der Scheibe? Dann sehen die Leute mich immer, wenn ich die umbringe. Okay, jetzt schnell. So, das hat funktioniert. Sehr gut. Dann werden die hier alle schon mal weg auf dieser Seite. Machen wir den Kaugummiautomaten nochmal. Kann ich den mit nach draußen nehmen? Kurz töten, reinwerfen in den Müll. Sehr gut. Leichen, igittigit. Ich habe mir gar nicht den Koffer geholt mit der Bombe, ne? Oh, da ist jemand verhaftet worden. Von mir aus gerne. Naja, und links ist auch noch ein Koffer, aber da komme ich nicht dran. Also zumindest nicht so lange da die Türsteher rumhocken. Komm, wir nehmen mal hier die schlafende Cheerleaderin mit. Ich wollte die ja auch jetzt nicht da reinwerfen, sondern jetzt. Sehr gut. Okay. Oh Mann, 60 Leute, das ist... so viel. Ach, der ist auch noch tot. Wird die noch weggeräumt? Nee, ich glaube nicht. Ja gut, aber solange keiner die Polizei ruft, holen wir uns mal den Koffer. Oh, was ist Rauchbombe diesmal da drin? Das ist aber doof. Die ist nicht so geil wie die andere Bombe. Aber vielleicht probiere ich die jetzt einfach mal aus. Ich bin unsichtbar, ja? Ich kann die jetzt hier alle abschlachten, solange ich in dem Rauch bleibe. Combo. So, und jetzt laufe ich schnell weg, weil ich weiß nicht, wie lange das anhält. Und ich will nicht erwischt werden. Ach komm, die können wir noch gerade töten. Das hält aber doch ganz schön lange an, hätte ich nicht gedacht. Okay, jetzt sind die alle... Ich glaube, mit der normalen Bombe hätte ich mehr Leute getötet. Schade. Hallo. Ich stehe so rum, ne? Das ist der Mörder, Herr Wachtmeister. Okay, der wird verhaftet. Sehr schön. Vielleicht hätte ich die Rauchbombe besser links bei den Türstehern benutzt. Denn dann hätte ich die jetzt schön da alle abschlachten können. Ach, verdammt, der hat mich gesehen. Ey, das ist ja schon der Essend. So, dann gehen wir schnell hier rein. Jetzt kommt der Mario natürlich wieder. Ich hoffe, bis hier oben gibt der Polizist auf. Gut. Dann kann ich die ja noch gerade töten auf dem Klo. Und hier die zwei, die sich lieben. Na komm, tötet die auch noch. Was soll das denn?
Alle sind voll am Dancen, Dancen. Okay, vielleicht kriege ich den auch noch tot. Also schon mal nicht. Aber so vielleicht, oh oh. Die hat das nicht gesehen. Naja, und leider gibt es diesen Weg da nicht mehr. Schade. Scheiß Mario, ey. Warum hat der Typ eigentlich so einen roten Balken? Was zur Hölle? Ah, Leichen. Okay, die Hälfte habe ich schon mal. Oder sogar über die Hälfte. Da sind jetzt noch zwei Türsteher links. Ah ne, da sind drei immer noch. Scheiße, wie kriege ich die denn? Wie werde ich die denn los, sag mal? Wenn ich zu nah rangehe, läuft er mir nach. Oh, wer, der tritt mich jetzt, ne? Ne, okay. Ich könnte den jetzt von hinten, aber ne, das geht nicht. Ich tanze mal hier ein bisschen, vielleicht gehen die dann weg, die Leute. Ne, die will lieber feiern. Dann können wir den hier töten, solange da jetzt keiner rumsteht. Okay, schnell. Schnell weg damit! Gut gemacht! Ja, das ist irgendwie doof, dass die Leiche da noch rumliegt und die Leute das alle so furchtbar finden. Hä, ich habe immer noch Rauchbombe. Okay, wenn das so ist. Allerdings weiß ich nicht, ob das hier funktioniert. Also bei den Türstehern ja irgendwie. Oh ja, den einen kann ich töten. Oh Gott, jetzt kommt die Polizei und ich weiß nicht. Ich stehe hier irgendwie ungünstig, glaube ich. Ha! Ich habe alle Türsteher beseitigt. Yes! Okay, nee, einer lebt noch. Verdammt! Ich dachte, ich hätte die alle. Okay, du liebes geile. Liebes geiles Mädchen. Du kommst mal hier in den Bulli. Okay, der Polizist kann da mal kurz die ganzen Leichen klar machen. Moment. Nee, ein Türsteher lebt echt noch. Schade. Aber wenigstens habe ich alle anderen schon mal aus dem Verkehr gezogen. Okay, wie viele noch? Noch 18 Leute. Boah, ich sehe es schon kommen, dass ich wieder kurz vorm Ende sterbe. Ich könnte den ja vielleicht so von hinten, aber dann sehen das alle Leute. Das ist schlecht. Probieren wir es erstmal hier. Der geht da wieder raus. Das ist nicht so gut. Der bleibt da am Telefon stehen. Okay, dann vielleicht hier den auf der Toilette. Und dann hier den. Und dann packen wir den hier in den Raum. Dann sieht man das nicht sofort. Weil die wird jetzt eine Leiche finden und zur Polizei laufen. Ist ja klar. Ich meine, ich hätte da jetzt hinterherlaufen können und die auch noch töten können, aber... Nee, lassen wir mal. So, jetzt gibt's nichts mehr zum Interagieren für mich, außer den Koffer und halt da unten den Müll. Mal den zuhören. Nee. So, die steht hier auch so schön. Ich meine, die steht zwar genau an der Tür, was ich scheiße finde. Aber das hat doch noch funktioniert. Okay. Wunderbar. Jetzt ist noch 15, aber ich muss immer noch irgendwie da links reinkommen. Und das wird gar nicht so leicht sein. Tanzen wir hier mal ein bisschen. Yay! Dance! Er geht in die falsche Richtung. Steht hier noch was Interessantes? Versuche Geheimgänge nicht zu oft zu nutzen. Ja, habe ich jetzt leider schon getan. Den einen Geheimgang, den es hier gibt. Schade, dass ich nur zwei Rauchbomben hatte. Und hier liegt überall so Zeug rum und ich denke immer, ich könnte das benutzen, aber kann ich nicht. Ach, da ist ja noch eine Leiche.
Macht die irgendwas? Nee, die ruft nicht die Polizei. Dann töten wir doch mal den auf der Toilette. Das ist immer ein guter Ort zum Sterben. Wo will der Dicke jetzt hin? Will der auch auf die Toilette? Nee, okay. Töten wir den hier. Besser nicht. Okay, du gehst hier hin. Das ist auch sehr schön. Alles klar, noch 12. Ich tanze hier mal ein bisschen. Vielleicht gehen die dann mal aus dem Weg. Oh, ich könnte jetzt mega schnell hier unten rein und den Koffer holen. Also mega schnell. Nochmal Rauchbombe. So, töten wir die mal kurz. Oh, schnell, 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 schnell. Jetzt geh da oben lang. Oh, ich dachte schon, der Typ killt mich jetzt. Das wär's noch gewesen, ey. Sind noch 11 Leute. Und hier ist schon mein nächstes Opfer. So. Sehr gut. Jetzt habe ich noch Rauchbombe. Schon wieder jemand die Polizei. Da muss ich noch mal kurz abwarten. Ach ja. 2 Leichen. Vielleicht kann ich ja neben der ein bisschen tanzen. Yay! Geht das ab? Oder geht das ab? Wuhu! Ja, die scheint das nicht zu interessieren. Aber die ist ja auch am Tanzen. Wahrscheinlich deswegen. Dann hole ich mir jetzt... Ach so, da... Die Person da oben auf dem Klo vielleicht. Außer ich weiß nicht, wo die jetzt noch hingeht. Okay. Oh oh. Oh oh. Nichts passiert. Niemand hat was gesehen. Ich war's nicht. Ach, der sieht das jetzt. Nein, der bleibt da stehen. Okay. Nee, da schläft er ein. Ah, das ist aber praktisch. Dann kann ich nämlich jetzt mal kurz den da töten. Vielleicht den Schlafenden mit in diesen Raum nehmen. So. Sehr gut. Noch 7 Leute. Könnte ja sogar klappen vielleicht, hoffentlich. Ich will mir nicht zu viel Hoffnung machen. Wenn es dann nachher doch nicht klappt. Ah, die haben schon wieder Leiche entdeckt. Also links sind jetzt echt nicht mehr viele. Nur dieser blöde Türsteher, ey, der wird mir bestimmt wieder noch zum Verhängnis. So, dann habe ich noch einen übrig oder so und dann schnappt er mich. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Okay. Ah, die geht ja weg. So, schnell den da oben im Raum töten. Weil wir hier überall einfach diese Leichen rumliegen. Und dass die nicht wegtun. Die packen die nur in so schwarze Hüllen ein und lassen die aber liegen. So, könnt ihr mal irgendwo anders hingehen? Sind echt nicht mehr viele, ne? Die bewegen sich keinen Millimeter. Doch, die geht jetzt weg. Sehr gut. Ist mir jetzt eigentlich auch egal, wo du stirbst. Hauptsache nicht da, wo 1000 Leute rumstehen. Jetzt sind ja schon wieder 3. Okay, gucken wir mal, ob wir die loswerden können. Hm? Hau einfach ab! Hau du doch ab! Ja. Nein, nicht da zur Leiche. Liegt da überhaupt eine Leiche? Ne, da liegt die Leiche. Okay. Wow, noch 4 Leute! Damn, okay, der schläft. Das ist sehr praktisch. Jetzt bewegt sich die Chili drin aber natürlich auch. Natürlich wiederum nicht so praktisch ist. Okay, das hat funktioniert. Aber die kann ich jetzt hier töten. Null Problemo. Und dann packen wir die auch mal irgendwie, weiß ich nicht, auf die Seite hier. Alles klar. Noch 2 Leute. Der Türsteher und diese Tänzerin da oben. Wie komme ich denn jetzt dahin? Oh Mann, ey, wenn der mich noch tötet. Ah, ich habe noch eine Rauchbombe, ne? Aber ich weiß nicht so genau, wie ich die bei dem einsetzen kann. Ob die was bringt. Oh Mann, ich habe Angst. Ich will es nicht. Ich will nicht versagen. Ich lege jetzt mal hier die Rauchbombe hin. Okay, der sieht jetzt nichts, ja? Wir werden doch.
Sehr gut, der ist tot. Und dann kann ich jetzt die töten. Und damit habe ich gewonnen. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Wow. Hat ja nur eine kleine Ewigkeit gedauert. Und jetzt wieder Dance, Dance, Dance. Wuhu. So, ich hatte auch eine schöne Combo oder so. Wunderbar, damit wäre die Campus Party abgeschlossen. We're getting close to the end of the story. Isn't that right, John? A bunch of his avid followers, his so-called party harders, were said to be holding a party down in the San Francisco subway after hours. And you heard about the party just in time to catch him. Is that correct? That's what I was hoping. What was your plan exactly? The last time you encountered this man, it didn't exactly swing in your favor. I knew exactly what I had to do. It was plain and simple. He had to be stopped. Oha, ob er das auch hinkriegt? Das heißt, wir sind jetzt wieder quasi am Start. Oh, sick. Warum ist das jetzt da unten? Okay, keine Ahnung. Also es gibt anscheinend noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Level. Sehr gut, dann probieren wir jetzt mal sick. In der Metro. Habe ich das richtig verstanden? Ach, Demine, wo bin ich überhaupt? Da oben ist so ein Roboter. Es gibt ein paar Dinge zum Benutzen. Wo bin ich? Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Jetzt mal ernsthaft. Ach, da. Und hier sind überall so Hühner. Was sind das hier für Robotertypen? Muss ich die auch töten? Das ist bescheuert. Okay. Was zur Hölle? Ich weiß noch nicht so richtig, was ich hier am besten tue. Am besten erstmal hier so eine Falle aktivieren. Kann ich auch das Auto hier benutzen? Nee. Hier gibt es so einen Hydranten. Was da passiert. Und hier gehen wir wieder den Kaugummi-Automaten. Den habe ich immer gern. Gehe ich erstmal hier hin. Hier ist auch noch so ein Kaugummi-Automat. Ach, ich löse jetzt mal alle Fallen aus. Erhalte Erfolge, um neue Charaktere freizuschalten. Ah, ja. Hier kann ich wieder jemanden ins Feuer werfen. Ach, guck mal, die werden zum Motorrad. Das ist ja witzig. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte die ins Feuer werfen. Was ist das hier? Verwenden. Hä? Muss da jemand lang gehen erst für? Wahrscheinlich. So, da ist ja eine Leiche, deswegen sind die alle so aufgebracht. So, nicht wieder in die Arme von irgendwelchen Türstehern laufen. Ach, schade. Kurz sage ich's, kaum sage ich's, passiert mir das schon. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viele Leute ich denn schon getötet hatte. Na gut. Ach, das ist ja witzig, ey. Ey, warum tritt der mich? Toll, jetzt liege ich hier und werde verhaftet. Ah, okay, ich bin wieder frei. Ob ich der Polizei entkommen kann? Ah, hier, so schon mal nicht. Und das wird auch nicht schnell genug ausgelöst, glaube ich. Lauf! Gib auf! Oh, der gibt echt auf. Das ist ja bescheuert. Der stand direkt neben mir und gibt auf. Schnell die Person ins Feuer werfen. Oh, komm schon, die steht doch nah genug dran. Jetzt aber, sehr schön. Wie benutze ich das hier? Auch ein Opfer. Okay, da rennt so ein Telefon. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt wieder verhaftet werde. Oh, da ist der Türsteher. Ich sehe dich. Kann ich eigentlich auch irgendwen anrufen? Also nicht an diesem Telefon. Gibt es hier irgendwas zu tun? Ein Donutwagen. Achso, hier hätte man auch lang gehen können. Okay. Was? Ich verstehe dieses Level noch nicht so ganz. Weil irgendwie sind alle so. Ach, guck mal, habe ich die angerufen? Nee, doch nicht. Oh, das sehen natürlich wieder alle. Aktivieren wir mal hier den Kaugummi-Automaten. Und das da. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber ich werde ja sowieso schon verhaftet. Wo ist denn der Polizist? Ach, da oben.
Der gibt doch bestimmt gleich auf, oder? Oder auch nicht? Ah, gib doch auf! Jetzt gib endlich auf, verdammt! Okay. Das hat mir zu lang gedauert, ey. Okay, was ist hiermit? Können wir das auch benutzen? Ah, da kommt wieder die Polizei. Nicht, dass sie mich überfährt. Nee, das kann die, glaube ich, gar nicht. Das können wir auch noch aufmachen. Ah, ne, Türsteher. Geh mal auf den Weg! Oh, da ist einer reingelaufen. Und da hat es irgendwie eine Explosion gegeben. Hier ist ja auch noch ein Kaugummi-Automaten. Warum werde ich denn jetzt schon wieder verhaftet? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ah! Scheiß Türsteher, geh weg! Ah, nee, ich habe keine Chance, ey. Türsteher und Polizei. Ich kann leider nicht mehr laufen. Gib auf! Sie sind verhaftet. Schade, ich dachte, der würde noch aufgeben. Aber leider hat er sich dann doch dagegen entschieden. Naja, was soll's.